So, wir sind wieder zurück. Wir gucken mal ganz kurz, was hier ist. Ah, das haben wir gemacht. Das können wir ja schon mal annehmen. Wir haben etwas über den obersten Magier. Komm so schnell, um zu sehen. Okay. Ganz kurz, aber die Quests. Weil gerade eben hat hier noch irgendwas geleuchtet. 2 Sekunden Pause gemacht und schon vergessen, wie die Steuerung war. Level 1 Dungeon. Ja, da gehen wir mal rein. Wartet mal, ich mach mal noch mal einen Tick. Einen Tick lauter. Gehen wir nochmal hier hoch. Gehen wir nochmal hier lang. Gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, eine Truhe. Noch ein Helm. Schäbiger Helm. Einfach scheiße. Ach so, wartet mal. Der macht aber doch... Doch, der macht das alles. Das ist ja der Next Level Shit. Aber okay. Ich kann auch damit... Ah, okay. Das kostet 2 MP. Okay. Ist ja schön. Noch ein schäbiges Ding. Ja, das bringt wenigstens was. Die Frage ist, können wir das ganze Zeug auch noch verkaufen? Ach, ist hier schon der Ausgang? Können wir dann nochmal rein? Okay, also man könnte die Dinger nutzen. Ups, um etwas zu farmen. Okay, die Rüstung regeneriert nach einer Zeit. Ah, okay, aber dann kommen keine Truhen mehr. Also im Endeffekt komplett uninteressant dann. Außer halt für die Erfahrung. So, den Drachen mit Feuer getötet. Super. Steht eigentlich hier im Menü. Ha, mich würde interessieren, wie viel Erfahrung ich brauche. Steht aber auch nicht hier bei den Fähigkeiten, oder? Nee, leider nicht. Hopp, falsch hast du. Entschuldigung. Okay, die Dungeons sind halt echt schön. Hier können wir schlafen. Komm, das machen wir nochmal. Was ist hier? Ich muss mir echt Sorgen, dass wir ein... Dass wir wieder gegen das Lupusreich in Krieg ziehen, Mounts. Diese Hunde führen was in Schilde. Denk an meine Worte. Apropos, ich hatte doch eigentlich noch... Ah, okay, ich kann immer nur eine Quest annehmen. Hallo. Der oberste Magier wurde mit einem uralten Zauberspruch belegt. Der Zauberspruch fing seine magische Energie in eine Fläschchen ein. Was? Was machen wir jetzt? Wir haben einen Zaubertrank gemacht, der den obersten Magier in seine magische Energie zurückgibt. Sobald er ihn trinkt. Super. Aber wir wissen nicht, wo er ist. Die magische Energie deutet auf einen Ort hin, während wir den Zaubertrank herstellten. Ah, okay. Ich markiere ihn dir auf der Strecke. Okay, nach da oben. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wissen wollte beim letzten Mal. Mich hatte interessiert, ob die Dinger wie spawnen. Hier ist noch Energie. Erfahrung. Was ist das hier für ein Level? 5. Alter, gehen wir rein. So. Wir sind ja fast Level 5, also.
Daher passt das schon. Sehr schön. Manchmal schlage ich mit A. Ja, hier wieder. Oh, schöner Zauber. Sehr schön, Level 5. Warte mal, da gehen wir mal ganz kurz weg. Schön. Wenn ich... Habe ich eigentlich Auto-Aim? Den Schrotthelm. Das ist eine Rüstung. Die habe ich noch nicht. Da brauche ich anscheinend eine Truhe. Ganz kurz. Die kann ich auf jeden Fall hinzufügen, weil den Rest brauche ich nicht im Augenblick. Ah, das war doof. Die haben ordentlich Damage gemacht. Oh, jo. Die machen wirklich Damage. Ah, okay, das wird mir jetzt sogar angezeigt. Ist ja cool. Was mich interessiert, kann ich das Zeug verkaufen, was ich gefunden habe? Nee. Anscheinend nicht. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Ach komm, die nehmen wir noch mit. So. Ach genau, habe ich Auto-Aim, wollte ich gucken. Machen wir auch gleich. Hier ist niemand. Doch, ich kann Spuren erkennen. Dann schlafen wir hier nochmal. Und regenerieren uns. Dann hier lang. Level 10, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Super. Ist der Wald auch frei? Sind gleich Level 6. Schön. Miau, hier ist nun... Miau, er ist nur den langen Weg herumgegangen. Der Verlust der magischen Energie muss sein Gehirn beeinträchtigt haben. 2? Bei meinen Schnurhaaren, jetzt geht der Weg schon wieder im Kreis. Er muss vollkommen gedankenlos sein, Runden gedreht zu haben. Die Spur führt in die Höhle. Die Monster im Inneren könnten vielleicht verletzt sein. Besiegt das Innere. Ja, da waren wir gerade eben. Schön. Naja, machen wir den Run noch einmal. War ja zum Glück ein schwieriger Rang. So, du noch. Ach, das war zu früh. Ja, okay, ich hab Auto-Aim. Merke ich gerade, weil ich habe gerade in die andere Richtung gedrückt. Finde ich aber nicht schlimm in dem Game. Als ob das getroffen hat. So, einmal das hier noch weg. Hier warten wir. Enger als ich wollte. Hier haben wir immer noch keine Kiste wahrscheinlich. Kein Schlüssel für wahrscheinlich. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal hin, nicht, dass das irgendwie story-relevant ist. Nee, scheint nicht so. Ah, wenn ich ein Level abbekomme, erhole ich mich auch automatisch. Als ob das getroffen hat. Schon wieder. Du erhascht einen Blick auf eine Stadtkatze, in der, die Höhle verlässt. Ihm nach. Ja, aber alles schön mit der Ruhe. Erstmal hier die Erfahrung sammeln. Da. Oberstes Magierkätzchen? Hä? Er reagiert nicht. Schnell, gib ihm einen Zaubertrank. Du hilfst der Stadtkatze, um Zaubertrank zu trinken.
Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Wir sind hier, um den König zu retten. Weißt du, was mit ihm passiert ist? Ein weiser Kater ist in der Katzpitale aufgetaucht und hat den König verflucht. Ich versuchte ihn zu stoppen. Dabei habe ich meine Magie verloren. Wie können wir den Fluch zerstören? Das werde ich herausfinden. Meine Magier werden euch kontaktieren. Nehmt das als Belohnung. Magierstab. Miau. Alle Magier hier sehen gleich aus, nicht? Naja. Sehr schön. Next Level. Was haben wir denn hier? Hilf den Schmied. Okay, wir gehen mal ganz kurz nach hier unten. Falls wir Monster im Inneren finden, dann sollten wir sie durch die Katze vertreiben. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Versuche sie stattdessen mit Magie in einer größeren Reichweite zu treffen. Ach, da waren wir schon immer drin. Ach, Mann. Also irgendwie sollte ich die Dungeon auf jeden Fall nicht machen. Okay, es fehlt aber auch nicht mehr viel Schaden, dann mache ich die Two-Hit. Dann sammeln wir hier alles ein. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch alles richtig machen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich mittlerweile? 344, okay. Ja, war ein Tick. Keine Spur von der weißen Katze. Von der weißen Katze oder deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. So, das hole ich jetzt nicht. Die 4 XP. Keinesfalls. Da ist die weiße Katze. Schnell hinterher. Ah, da ist sie. Wie kann so ein Fellknoll wie du meinen Drachen besiegen? Egal. Ich vernichte dich einfach. Jetzt sofort. Ach du Scheiße. Ja, aber... Also sehr schwer war der jetzt aber nicht. Und sei nicht zu stolz. Das war nur ein Klon, den ich mit einem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Zweifelsohne. Ich lese die ganze Zeit Zweifelssohn. Verzweifelssohn. Nee, Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt. Beeindruckend. Wer bist du? Und warum hast du die Schwester meines Freundes gekatsnappt? Einfache Sterbliche wie du können mich Drakote nennen. Muhaha. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folg mir. Okay. Ich achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinen Palast versteckt? Nicht mehr als ein zitterndes Etwas, dank meiner Macht. Ups, falsche Taste. Oder die nicht enden wollenden Quests dieser Stadtkatzen. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemach versucht. Boah. Halt, den greifen wir noch schnell an. Okay, 3 Hits kriege ich hin. Bist du wieder eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Stadt herumkriecht? Ständig betteln sie Helden auf ihrer Questtafel um Hilfe an. Alter. Nein, du kommst mir irgendwie anders vor. Könnten wir auch mal länger als 2 Worte reden? Und deshalb werde ich jetzt einfach ein Spiel mit dir spielen. Erlange mehr Macht. Beweise mir, dass deine Art über ihre schwache Hülle hinauswachsen kann. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe. Und ich werde deine Schwester freilassen. Oh, Drakot. Du bist der typische Bösewicht,
typischste Bösewicht überhaupt. Sind die nicht am einfachsten zu hassen? Mann, wir kommen... Wie können wir deine Schwester in diesem Schlamassel retten? Geraten. Nun, ich vermute, wir müssen Drakot nur bei diesem kleinen Spiel schlagen. Dann... Quest abgeschlossen. Und bevor wir weitermachen, lass uns sicher gehen, dass wir auch richtige Ausrüstung haben. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier kurze Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Catcrest.